Viel wüster kann es kaum sein als hier in der großen Victoria-Wüste von Südaustralien. Ein Ort der großen Freiheit, ein Ort der großen Hoffnungen und der großen Enttäuschungen. Ein Ort für Träume und für Albträume. Wir stellen vor die Opalmaulwürfe von Kuba Pedy. Nichts als Sand und Steine und das schon für einige Flugstunden. Wir sind unterwegs hierher nach Kuba Pedy in Südaustralien. Rund um die Stadt ein rätselhaftes Phänomen, die Wüste hat Pocken. Die Tageshitze glüht, wir sind unterwegs mit Wulfie. Wulfie, dem Glücksritter, der hier nach Opalen sucht. Kuba Pedy gilt als die Weltmetropole für diesen Halbedelstein und Wulfie, der eigentlich David Wolf heißt und 50 Jahre alt ist, hat sein ganzes Leben hier verbracht, auf der Suche nach dem Opal. 10 Meter tief hinab führt die Fahrt. Wulfie und sein Helfer Greg steuern die Motorwinde oben mit Seilzügen von unter Tage. So bringen sie auch ihre Maschinen hier herunter. Das alles schaffen sie allein. Wulfie gehört der Claim. Greg arbeitet für einen Anteil an den Funden, wenn es denn Funde gibt. Sie raspeln sich durch den weichen Sandstein. Der Abraum wird abgesogen. Ein paar Meter weiter vermuten sie eine Opalader. Jeder Tag, sagen sie, kann den großen Fund bringen. Wenn es nicht so wäre, sagt Greg, wären wir nicht hier. An meinem besten Tag, sagt Wulfie, habe ich $50,000 gemacht, dann $250 in einem ganzen Jahr. Greg zieht am Seil und oben kann man sehen, warum die Landschaft hier aussieht, als habe sie die Pocken. Blower, Bläser heißen diese Abraumbeseitigungsmaschinen, Wahrzeichen von Kuba Pedy. 50 Kilometer weiter treffen wir Philipp. Philipp sucht ganz allein mit seinem Bohrer, eine Spezialkonstruktion für die Suche nach Bodenschätzen. Ein Zufall hat Philipp vor 30 Jahren nach Kuba Pedy geführt. Er blieb. Und auch als er bei einem Unfall in der Grube ein Bein verlor, gab er nicht auf. Philipp ist 60. Jeden Tag ist er hier draußen mit seiner Hoffnung auf den großen Fund. Dieses Bohrloch kann mein Leben ändern, sagt er. Der Opal, sagt er, ist nahe im nächsten Loch. 50 Quadratmeter groß ist sein Claim. Fürs Schürfrecht darin kassiert der Staat umgerechnet 100 Euro pro Jahr. Es gibt heute wenige professionelle Opalsucher, sagte aber die, die noch hier sind, werden suchen, solange sie können. Stunde um Stunde starrt er auf die Gesteinsbrocken wie ein Spieler auf die Roulettekugel. Das Bergmannsmuseum entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Opalladen für Touristen. Opale sind nicht billig, mittelgroße um die 3.000 australische Dollar, große umgerechnet über 10.000 Euro. Und im Museumsbergwerk treffen wir einen Bekannten. Wulfie, der Glücksritter, hat sich als Touristenführer verdingt. Das bringt zurzeit sein einziges Einkommen. Tourismus, sagt er, ist für die Stadt wichtiger als die Opalsuche. Ja, sagt er, die Wüstenikone Kuba Pedy ist heute nur noch eine Touristenattraktion. Der Opalboom ist vorbei. Was die Touristen heute finden, ist nur noch ein Abglanz der großen Zeit der Prospektoren und Sandwühler von Südaustralien. Philipp, der Sucher in der Wüste, macht Feierabend. Sein Haus ist kein Haus, sondern eine Höhle, allerdings eine sehr komfortable Höhle. Hier lebt er mit seiner Partnerin Sue, Lehrerin an der örtlichen Grundschule. Wohnzimmer, Schlafzimmer, alles in den Stein hineingegraben. Auch im Sommer wird es hier drin nicht wärmer als 22 Grad, sagt er. Wir brauchen keine Heizung, keine Klimaanlage.
Die Höhlenwohnungen von Kubapidi gehen zurück auf die Zeiten, in denen die Opalsucher in ihren Minen wohnten. Später buddelte man sich auch für reine Wohnzwecke in die Erde. Seit 1,5 Jahren hat Philipp keinen einzigen Opal mehr gefunden. Dies sind Altbestände. Wenn die Aufkäufer kommen, meist aus Hongkong, kann er die Steine zu Geld machen. Opale sind die schönsten Steine überhaupt, sagt er. Wer sie liebt, will nichts anderes, kann nicht genug davon haben. Ausgleichssport für Schatzsucher. Philipp ist Kassenwart des Golfclubs. Von Kubapidi ölgetränkter Sand markiert die Grüns und das Gras fürs Fairway muss jeder Spieler selber mitbringen. Ansonsten ist fast alles so wie auf schottischen Golfrasen. Auf den braunen Grüns aber gelten Spezialregeln. Spielführer Philipp glättet den Sand zum Putt. Sommertemperatur 40 Grad. Am nächsten Morgen sind Wolfie und Greg wieder unter Tage. Wolfies Museumsjob bringt gerade genug, um die laufenden Kosten der Opalsuche zu bezahlen. Ultraviolettes Licht lässt Opale aufscheinen. Hier steckt einer im Gestein, aber er ist ganz winzig. Vor 30 Jahren gab es 1500 Opalsucher in Kubapidi, heute noch 100. Unabhängige Glücksritter wie Wolfie werden immer seltener. In Australiens Wüsten. Dort dominieren heute die industriell geführten Minen mit festangestellten Arbeitern. Uns fressen die Kosten auf, sagt Wolfie. Das feste Einkommen auf den großen Goldminen ist für junge Leute da sehr verlockend. Nach dem Abflug von Kubapidi sehen wir, was Wolfie gemeint hat. Da unten gräbt sich gerade mit gigantischem Kapitalaufwand eine Supermine ins Gestein. Ein Arbeiter dort verdient $1000 pro Woche, egal ob er etwas findet oder nicht. Das Gold gehört freilich der Firma, einer Aktiengesellschaft. Für das, was der Mensch auf der Suche nach Bodenschätzen der Natur antun kann, dafür gibt es in Australien viele Beispiele. Ein besonders drastisches ist Queenstown in Tasmanien. Dort pendelt ein Zug zwischen zwei Landschaften. Die eine ist vollkommen ruiniert, die andere nach langen, mühsamen Kämpfen gerettet. Einer der größten Urwälder gemäßigter Breitengrade der Welt, tasmanischer Regenwald. Und dies ist ein bedeutendes Denkmal der frühen australischen Industriegeschichte. Die Apt Wilderness Railway ist heute eine Top-Attraktion für Touristen. Ihre Wurzeln liegen, kein Witz, im deutschen Harz. Und sie war einst mitschuldig an einem der schlimmsten ökologischen Desaster Australiens. Diese Mondlandschaft rund um die Stadt Queenstown im Westen Tasmaniens ist die Folge rücksichtsloser Ausbeutung. Schwefeldämpfe von Kupferminen ruinierten den Regenwald. Queenstown bewahrt noch heute das Flair einer Goldgräberstadt. Die Kupferminen sind größtenteils längst eingestellt. Stattdessen verdient man Touristendollars mit der Eisenbahn. 8 Uhr morgens, Lokführer Bob Smith hat Probleme mit seiner Liebsten, der 106 Jahre alten Lok Nummer 1. Die alte Dame ist wieder einmal zickig. Ein Ingenieur, Bob und Heizerin Caroline sind nervös. Schon eine Stunde Verspätung, ehe die erste Fahrt begonnen hat. Und als Lok Nummer 1 endlich repariert ist, muss sie noch betankt werden. Für den Touristenbetrieb umgebaut, wird die Dampflok heute mit Diesel beheizt. Dafür ist Caroline Hodge verantwortlich. Berufsbezeichnung der 22-jährigen Fireman. Ja, sagt sie, ich habe mich beworben, dann wurde ich ausgebildet und jetzt bin ich schon 3 Jahre dabei. Und der ganze Schmier und das Öl macht ihr Spaß? Nicht wirklich, sagt sie. Ursprünglich wollte ich Park Ranger werden.
studying to be a park ranger. Und dann geht's endlich los vom Lokschuppen zum Bahnhof, wo schon die Touristen warten. Gut 50 Euro haben sie bezahlt für eine Strecke von 39 Kilometern. Die Abt Railway wurde erst im Jahr 2002 wieder eröffnet. In den 60er Jahren war sie als unrentabel eingestellt worden. Eine Privatinitiative mit einem saftigen Zuschuss der Regierung renovierte Schienen und Gerät. Heute ist die Bahn gut ausgebucht, denn die Strecke führt durch ursprünglichen Regenwald, beliebt bei Ökotouristen aus aller Welt. Ironie der Geschichte: Die Bahn wurde 1898 gebaut, um das Erz der umweltzerstörenden Kupferminen zum Meer und Hafen zu transportieren. Ohne die Bahn hätten die Minen nicht rentabel arbeiten können. Straßen gab es in diesem unwirtlichen Terrain damals nicht. Die Abt Railway ist benannt nach dem Schweizer Ingenieur Roman Abt, der um 1880 ein neues Zahnradsystem erfand, und zwar damals für die Rübelandbahn der deutschen Erzindustrie im Harz. Aus Deutschland also, ein Beispiel für Globalisierung, holte Tasmanien das Konstruktionspatent. Caroline und ihre Kollegen müssen schon nach ein paar Kilometern nachschmieren und Wasser aufnehmen. Über 6% Steigung, die zu überwinden, war einst eine gewaltige eisenbahntechnische Leistung. Weiter geht's und alle im Führerhaus hoffen, dass die alte Lok nicht wieder launisch wird. Die Strecke ist eng, der Urwald romantisch, aber der Fluss nebenan, ruiniert vom Kupfersulfat von Queenstown, erinnert deutlich an die unrühmliche Rolle, die der Zug einst gespielt hat. Pause auf halber Strecke, die Touristen bekommen ihr Lunchpaket und die Eisenbahner müssen schuften. Für die Dampflok ist hier Schluss, sie wird umgedreht und wird gleich zurückfahren. Der zweite Teil der Strecke wird zu steil, da will man ihren Einsatz nicht mehr riskieren. Eine moderne Diesellok übernimmt. Ist doch prima, sagt Caroline, draußen in der Natur zu arbeiten. Der Kollege Lokführer, früher Minenarbeiter, hat eher Spaß an seiner Maschine. Sehr temperamentvoll, sagt er, jeden Tag etwas Neues, so wie heute Morgen. Ja, sagt er, ich kenne sie und ich rede mit ihr. Lok Nummer 1 auf dem Rückweg. Sie bringt die von der Küste heraufgekommenen Waggons zurück nach Queenstown. Unsere Touristengruppe rollt weiter, immer wieder entlang des industrieverdreckten King River. Auf der anderen Seite Überreste des alten Schienenstrangs. 59 Brücken auf 39 Kilometern, vor 100 Jahren eine fast übermenschliche Leistung. Zeugnis der Verbissenheit, mit der damals Australien seine Bodenschätze zu Geld machte. Und immer wieder erinnert die Flussruine an die Folgen der Ausbeutung. Die neue Strecke soll sicherer sein vor Feuersbrünsten und Überschwemmungen. 3 Stunden dauert die Fahrt bis zum einstigen Erzhafen Strahan, ein Naturgenuss ausgerechnet auf den Spuren eines Umweltverbrechens. Wilde Kängurus in Massen auf dem Golfplatz. In Australien gibt es wirklich keinen Mangel an diesen Tieren. Sie gelten hier im Land sogar als Schädlinge. Die Regierung organisiert und erlaubt den massenhaften Abschuss von Kängurus. In Victoria, im Staate Victoria, fanden wir ein junges Paar, was das ziemlich schrecklich findet. Noch nie gab es so viele Kängurus wie heute. 20 Millionen. Überall auf der Welt verdrängt menschliche Besiedlung das Tier. Bei Australiens großen Kängurus ist das anders. Denn
Der Mensch kultiviert und bewässert das Land, also mehr Lebensraum auch für Kängurus. Diese Öko-Lodge auf Cape Otway im Staate Victoria ist eine gute Ausgangsbasis, um Australiens Tierikonen zu beobachten. Lizzie und Shane sind die Besitzer der Lodge und im Gästesalon haben sie einen Brutkasten aufgestellt. In der Tasche hält Lizzie ihren jüngsten Schützling warm, ein 4 Monate altes Baby der Känguruart Wallaby. Es wurde geborgen aus dem Beutel der toten Mutter. Ihre Mama wurde von einem Auto angefahren, sagt Lizzie. Vor 3 Monaten kam sie zu uns, winzig, die Augen noch ganz zu. Sie wächst schön. Shane sammelt inzwischen Futter für weitere Schützlinge der Lodge. Die Blätter der Eukalyptuszweige werden die kleinen Koalas bekommen, um die sich unser Paar kümmert. Shane hat Umweltmanagement studiert, seine Frau Lizzie ist Zoologin. Känguru-Babys müssen so gefüttert werden, bis sie 18 Monate alt sind. So lange bleiben sie gewöhnlich im Beutel des Muttertieres. Die Mamis lecken ihren Kleinen den Anus und stimulieren sie, aufs Klo zu gehen, sagt Lizzie. Wir tun das auch mit Papiertuch. Ihr Kot ist wie Eiercreme. Streck dich nur, sagt sie. Was für ein süßes Schwänzchen. Das ist Wombi, der erste Hofhund, zufrieden auf dieser Arche Noah im australischen Busch. Die kleinen Koalas sind ebenfalls Waisen. Wer in der Umgegend solche Unfallopfer findet, kann über eine Hotline Tierschützer alarmieren. Die bringen die Kleinen dann unter, etwa bei der Lodge von Lizzie und Shane. Sind die Tiere ausgewachsen, werden sie wieder in der Natur ausgesetzt. Die beiden finanzieren ihr Rettungswerk mit Touristengeld. Besucher können in der Lodge übernachten, sich verpflegen lassen und Tiere erleben im Gehege und auf freier Wildbahn. Die Lodge ist nicht nur aus Naturmaterialien gebaut, sie wird auch ausschließlich mit Sonnenenergie versorgt. Shane will damit ein Zeichen für Australien setzen, das bislang so sehr auf Kohle setzt und viel Energie verschwendet. Wir haben doch erstaunlich große natürliche Ressourcen. Sonnen- und Windkraft, sagt er, wirklich gute Möglichkeiten. Shane und Lizzie und ihr Idyll. Weit weg vom Australien der Rohstoffexporte und dem hohen Pro-Kopf-Ausstoß von Treibhausgasen. Die Köchin melkt die Ziege, Milch für die Koalas. Lizzie bereitet das nächste Fläschchen fürs Känguru aus Spezialmilchpulver für Tierbabys. Noch 14 Monate lang wird sie täglich regelmäßig füttern müssen. Zum Programm der Lodge gehören auch geführte Wanderungen. Shane zeigt einer Besucherin das Wildrevier der Koalas. Kahlgefressene Bäume sind ein sicheres Indiz dafür, dass es in diesem Eukalyptuswald viele Koalas gibt. So ein agiles Koala-Weibchen sieht man selten, sagt er. Koalas können stets auf den Bäumen bleiben. Alle Nahrung und auch alle Flüssigkeit holen sie aus den Blättern. Ob der Koala als bedrohte Tierart gilt oder nicht, ist umstritten. Aus manchen Landstrichen Australiens ist er verdrängt. Anderswo wie hier gibt es zu viele.
Ohne natürliche Feinde, sagt er, fressen sie sich selbst ihr Zuhause leer und verhungern dann. Zu viele Koalas hier, massenhaft Kängurus im ganzen Land. Wie geht das zusammen mit der Tierbabyaufzucht in der Öko-Lodge? Die Wanderung endet in einer verwirrenden Situation für Jimbo, den Hofhund Nummer 2 und sein Herrchen. Die Lösung, man ignoriert sich. Lizzie peppelt ein Känguru. Dabei werden in Australien pro Jahr 3 Millionen Kängurus abgeschossen, weil sie die Weiden der Farmer abfressen. Lizzie sagt, Kängurus belasten die Landschaft nur wenig, sie haben weiche Füße. Australiens Umwelt wäre ohne Schafe und Rinder viel gesünder, sagt sie. Warum ein einzelnes Tier retten? Sie kommen zu uns, sagt sie, weil der Mensch ihnen Schaden zugefügt hat. Von Autos angefahren, in Zäunen hängen geblieben, von Haustieren angefallen. Dies ist unser Weg dafür, Entschuldigung zu sagen. Lizzie füttert alle 4 Stunden, Tag und Nacht. Die absolut schönste Art, eine Landschaft zu betrachten, ist die aus dem Heißluftballon. Das Problem daran ist, man muss nur so furchtbar früh aufstehen. Es wird eingeheizt zu einem kleinen, hochromantischen Abenteuer. Im ersten Morgenlicht, wenn die Luft noch kühl ist in Südaustralien. Später am Tag wäre die Heißluft im Ballon nicht mehr viel wärmer als die ihn umgebende Luft der Tageshitze. Es gäbe zu wenig Auftrieb. Wir steigen auf in Tanunda im Barossa Valley, der wohl berühmtesten Weinanbauregion von Australien. Das Tal ist 25 Kilometer lang, 11 Kilometer breit und soweit das Auge reicht, Wein, Wein und wieder Wein. Wir schweben über die Tanks geradezu industrieller Weinkellereien, die liefern Massenprodukte in alle Welt. Aber dazwischen finden sich auch kleine, feine Weingüter für exquisite Geschmäcker. Das Barossa-Tal vermarktet sich selbst als fast europäisch anmutender Landstrich für Gourmets in Australien. Die Straßen im Tal tragen Namen wie Krondorf oder Siegersdorf Road. Wir schweben über Hügel namens Zeppels Field. Nicht weit von hier liegt der Kaiserstuhl. Das Barossa Valley wurde im 19. Jahrhundert von deutschen Auswanderern besiedelt. Sie brachten den Wein aus der alten Heimat hierher. Mit dem Ersten Weltkrieg nahm die Begeisterung für Deutsches etwas ab in Australien. Die Stadt Langmile wurde umbenannt in Tanunda. Einige Namen blieben, aber die Deutschen wurden Australier. Doch das vergleichsweise milde Klima und natürlich der Wein prägen hier eine eigentlich ganz unaustralische Landschaft. Eine knappe Stunde dauert unsere Ballonfahrt. Wir landen. Gleich wird er ausgeschenkt, der Wein aus dem Barossa-Tal. Wir sind zu Besuch im historischen Leuchtturm von Cape Otway an der Great Ocean Road in Australien. Diese Küste hier ist bekannt unter dem Namen Schiffbruchsküste und sie ist auch heute noch eine der gefährlichsten Wasserstraßen der Welt. Aber die Great Ocean Road gehört zu den großartigsten Naturwundern, die man in Australien erleben kann. Musik
Dramatischer geht's kaum. Australiens Südküste ist weithin eine gewaltige Bruchkante. Vor 100 Millionen Jahren gehörten Australien und die Antarktis noch zu einer Landmasse. Hier aber zerbrach jenes Gondwana-Land. Dabei entstand eine der schönsten Küsten der Welt. Und eine Straße führt daran entlang. Wir treffen ein paar junge Leute bei ihrer Reise über die Great Ocean Road. Erster Höhepunkt, die berühmten 12 Apostel, allerdings in der Zahl reduziert, seit einer der Felsen hier zusammenbrach. In Australien hat das Schlagzeilen gemacht, erklärt der Reiseleiter. Alle waren überrascht, sagt er. Bei Kalkstein ist es schwer zu sagen, wann er zusammenbricht. Wenn die anderen auch noch einstürzen, sagt er, kann ich meinen Job an den Nagel hängen. Noch stehen die meisten Apostel und gehören zu den großen Ikonen Australiens. Es ist einfach faszinierend und dafür ist Australien ja auch bekannt, unter anderem neben dem Ayers Rock, eben die 12 Apostel und das Great Barrier Reef. Genau. Und es ist einfach faszinierend, das zu sehen. Tatsächlich nagt das Meer an diesen Felsen. Jedes Jahr weicht die Küste ganze 2 Zentimeter zurück. Gut 200 Kilometer windet sich die Great Ocean Road von den 12 Aposteln her nach Osten Richtung Melbourne. Blick aufs Meer, offenes Grasland und bisweilen dichte Eukalyptuswälder. Der Leuchtturm von Cape Otway war einmal das wichtigste Seezeichen Australiens am großen Ozean. So they got 20,000. Metern von Europa her, erklärt der Wärter, war sein Licht das erste, was die Segelschiffe einst zu sehen bekamen. Von hier führt der Seeweg nach Sydney. Im australischen Herbst kann es hier ziemlich ungemütlich werden, nur Wasser zwischen uns und Argentinien, sagt der Wärter, dort drüben die Antarktis. Es ist, sagt er, auch heute noch eine ziemlich gefährliche Wasserstraße. Shipwreck Coast, Schiffbruchküste, heißt die Passage entlang dieser Küste. 150 Schiffe zerschellten auf Felsen und Riffen. Der Leuchtturm von 1848 ist heute nur noch Museum, aber Paul, der Wärter, ist stolz auf die technische Leistung von einst. Der Reflektor ruht auf einem Becken von Quecksilber, sagt er. Darum dreht er sich so leicht. Unsere Reisegruppe, Kanadier, Albanier, Briten, Deutsche, ist unterwegs und wir hören, was man hier von Australiern hält. Sie sind einfach ganz entspannt und leben in den Tag hinein und für die gibt es einfach keine großartigen Probleme, sie regen sich selten auf. Great Ocean Road ist auch für Australier eine Ferienstraße. Wohlhabende Melbourner bauen sich hier ihre Urlaubsdomizile. Die Great Ocean Road, gebaut zur Arbeitsbeschaffung für Veteranen des Ersten Weltkriegs, diente stets auch touristischen Zwecken. 1932 wurde sie eröffnet. Leute, sagt der Reiseleiter, da vorne gibt's Koalas. Koalas!
Der Koala ist keineswegs eine bedrohte Tierart. Vor allem hier im Staat Victoria findet man ihn häufig, eher zu häufig, sagt der Reiseleiter. Alle Bäume hier haben sie zerstört. Es gibt zu viele Koalas, sagt er. Aber weil sie so niedlich sind, traut sich niemand, sie abzuschießen. Kängurus werden in Australien massenhaft abgeschossen, aber auf den Fairways des Anglesey Golfclubs lässt man sie gewähren. Frage, was passiert, wenn ich mit meinem Ball ein Känguru treffe? Naja, sagt er, die Golfregel heißt, der Ball ist da zu spielen, wo er landet. Den Tieren, sagt man uns, machen die Bälle nichts aus. Auch das, eine Attraktion der Great Ocean Road. Und dann natürlich die Surfer von Torquay. Die Laien fragen sich, wer als der Beste gilt. Aber du kannst mir jetzt sagen, welcher davon gut aussieht? Das sieht gut. Gut, dass die Herren Surfer das nicht gehört haben. Diese Bucht gilt als eine Weltkapitale des Surf. Dort sehen alle gut aus. Noch 100 Kilometer bis Melbourne. Hier endet die Great Ocean Road, eine der schönsten Straßen der Welt. Wer an Australien denkt, der denkt ans Outback, an Kängurus und schrullige Schaffarmer. Das gibt's ja alles, aber Australien kann auch ganz anders. Zum Beispiel nachts in Melbourne. Wir sind in Melbourne und wir sehen seltsame Szenen der bizarren Art. Melbourne galt in Australien schon immer als etwas Besonderes. Solche Bilder bestätigen das. Avantgardistische Architektur und blühende Subkulturen, zum Beispiel die der Anhänger von Suspension. Viele ausgeprägt alternative Stadtviertel Australien, aber ein eher anderes Australien. Dies ist Paula Wasiak. Sie ist 22 Jahre alt und studiert Biologie in Melbourne. Durch ihren Rücken wird sie sich 4 Haken ziehen lassen und daran von der Decke baumeln. Meditationsübungen im Park der Uni sollen helfen, ihre Angst vor dem Kommenden zu überwinden. Die Muster auf ihrem Oberschenkel sind eigens angebrachte Wunden, als Körperschmuck. Meine Vernarbungen, sagt sie, helfen mir, den Stress der Uni durchzustehen. Ebenso das Hängen, gutes Gefühl, wenn mein Körper das aushält. Tätowiert bin ich auch, sagt sie, für Mama. Meine Piercings, sagt sie, kann ich vor der Kamera nicht zeigen. Vaginal-Piercing am Modell. Im Salon The Piercing Urge kann man so ziemlich alles finden, was der modischen Modifikation des menschlichen Körpers dient. Und Melbourne erlebt neuerdings eine regelrechte Piercing-Welle. Das ist Peter Sheringham, Besitzer des Instituts. Er ist bekannt in einschlägigen Kreisen. Seine Spezialität, die Organisation von Suspension-Partys. Nasenpiercing, wie bei dieser Kundin, ist Alltag. Peter hat sich selbst schon oft aufhängen lassen. Frage an ihn, warum tut man das? Warum steigen Leute auf Berge, sagte er. Wer es aushält, aufgehängt zu werden, braucht keine Angst mehr zu haben vor einem Bewerbungsgespräch, vor persönlichen Krisen. Ich habe von der Decke gehangen. Wenn ich das kann, kann ich alles. Es ist soweit, alles bereit für die Hängeparty. Zuschauend kostet ein paar Dollar. Wer sich von Peter und seinem Team hängen lässt, zahlt umgerechnet 60 Euro. Paula meditiert. Nein, sagt sie, kein Rückzieher, ich mach's. Peter plauscht mit einer Anthropologin der Uni Melbourne, die hier Studien treibt, und dann widmet er sich dem Rücken von Paula. Das Publikum hat durch Mundpropaganda und E-Mails in der Piercing-Szene vom Event erfahren. Groß geworben wurde nicht, man möchte keine Polizei im Haus. Nein, sagt Paula, es ist nicht so schlimm, wie es aussieht.
It's not as bad as it looks. Australia is very much in keep. Australien holt einfach auf mit dem Rest der Welt, sagt sie. Das ist das Neue hier. Paula singt, es ist soweit, Peter und sein Team drängen nicht. Ganz langsam geht's nach oben. Es gibt an diesem Abend keinen Grund zur Annahme, hier seien Drogen im Spiel. Paula ist ganz offenbar nüchtern und fröhlich. Drei, vier Minuten bleibt Paula so aufgehängt, dann holt Peter sie wieder herunter. Nein, kein Schmerz. Wie schwerelos. Glücklich, sagt sie. Ort der Veranstaltung ist eine kleine Kunstgalerie in einem etwas schäbigen Vorort. Die Suspension-Partys von Melbourne finden unregelmäßig statt, selten öfter als einmal pro Jahr. Die Suspension-Gemeinde ist eher vielschichtig. Das Publikum reicht von schrill bis bürgerlich. Paula mit bepflastertem Rücken lässt sich von ihren Freundinnen bewundern. Frage, hat sie irgendeine politische Absicht mit dem Hängen? Nein, ich tue es, um mich selbst auszudrücken, sagt sie. Es geht nur um mich. Ja, es ist selfish, es ist all selfish. Bis tief in die Nacht geht's weiter. Der australische Aktionskünstler Stee Lark hatte in den 80er Jahren mit Selbstversuchen Suspension in Kunstkreisen populär gemacht. In Hamburg war er einmal offizieller Gastkünstler. Seine These, im Informationszeitalter ist der Körper eine altmodische Sache. Wenn es so etwas geben kann wie ein Fazit zum Zustand des australischen Kontinents, dann dies. Australien lebt weitgehend von seinen Bodenschätzen und mehr von seinen Naturschönheiten für Touristen. Aber gleichzeitig wird Australien immer urbaner, immer internationaler. In Melbourne beteiligt man sich am Wettlauf um Superlative in der Hochhausarchitektur. Melbourne gilt unter Australiens Metropolen stets nur als die Nummer 2. Aber mit diesem goldschimmernden Gebäude wollten die Stadtväter dem stolzen Sydney endlich den Rang ablaufen. Der Eureka Tower ist das höchste Wohnhaus der Welt. Oder vielleicht nicht? Mal sehen. Was da aus den viktorianischen Traditionsbauten ragt, ist 300 Meter hoch, bis zum 91. Stock, Apartments der teuren Art, goldene Bienen als Kunst am Bau. Was aber ragt dort oben aus der Fassade, fährt heraus und wieder herein, Architektur als Rätsel. Wer wohnt in solch einem Haus mit 556 Wohnungen? Wir nähern uns von unten durch die Eingangshalle. Das Ambiente unterkühlt, ein Empfangschef wacht und erledigt kleinere Aufträge der residierenden Herrschaften. Dafür darf er dann ab und an mal nach oben den Ausblick genießen. Ja, sagt er, das gehört zu den Extras für unser Eins. Nun wissen wir freilich noch immer nicht, was es mit dem Rein-Raus-Kubus da oben auf sich hat. Die Gegend um den Eureka Tower ist in und hip, Straßensänger inklusive, und hier treffen wir Jason March aus dem 52. Stock. Sein Hund ist nervös, vielleicht hat er Höhenangst. Die Scheiben seiner 100 Quadratmeter Eigentumswohnung sind extra verstärkt, sagt Jason. Ich kann mich mit meinem ganzen Gewicht dagegen lehnen, kein Problem. Blick aufs Finanzzentrum aus dem Schlafzimmer. Das Erste, was ich morgens sehe, sagt er, ist Arbeit. Jason ist Börsenspekulant, stammt aus New York und hat dort den Anschlag aufs World Trade Center aus nächster Nähe gesehen.
hat er keine Angst, in so einem auffälligen Hochhaus zu wohnen wie dem Eureka-Turm. Ich denke nicht mehr drüber nach, sagte er. Anfangs hatte ich schon etwas Angst, es kann ja alles Mögliche passieren, aber ich denke nicht mehr daran. Der 11. September ist lange her. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass in dem Kubus da oben Leute stehen. Warum nur? Im 71. Stock residiert der Architekt des Eureka Towers. Auf bescheidenen 380 Quadratmetern. Die Wohnungen weiter oben sind 600 Quadratmeter groß, kosten umgerechnet 9.000 Euro pro Quadratmeter. Frage an Karl Fender, warum wollen Menschen so hoch hinaus für so viel Geld? Warum die Rekordjagd nach dem höchsten Wohnhaus? I suppose big is beautiful in the marketplace. Look at the view. This is what tall buildings are all about. Groß ist schön, sagt er. Groß verkauft sich. Hier geht's um die Aussicht. Die Melbourner mögen Apartments und jetzt suchen sie nach dem nächsten Kick. Und den gibt diese Höhe. Genau um den Kick der Höhe geht's. Bei dem geheimnisvollen Kubus im obersten Stock des Eureka Towers. Touristen lassen sich im Glaskasten hinausschieben. Ein elektrischer Trick lässt die Scheiben mal milchig und mal klar werden, 300 Meter über dem Boden. Und ist dies nun das höchste Wohnhaus der Welt? Nun ja, der Eureka Tower hat die meisten bewohnten Stockwerke. Aber ein anderer Apartmentturm ist höher, wegen seiner Antenne, auch in Australien, in Queensland. Aber das ist letztlich auch egal. Denn 2009 werden die Dubai Towers eröffnet, mit Wohnungen bis zum 160. Stock, 800 Meter hoch, armes Melbourne. In Australien gibt es wirklich keinen Mangel an diesen Tieren. Sie gelten hier im Land sogar als Schädlinge. Die Regierung organisiert und erlaubt den massenhaften Abschuss von Kängurus. In Victoria, im Staate Victoria, fanden wir ein junges Paar, was das ziemlich schrecklich findet. Noch nie gab es so viele Kängurus wie heute. 20 Millionen. Überall auf der Welt verdrängt menschliche Besiedlung das Tier. Bei Australiens großen Kängurus ist das anders. Denn der Mensch kultiviert und bewässert das Land, also mehr Lebensraum auch für Kängurus. Diese Öko-Lodge auf Cape Otway im Staate Victoria ist eine gute Ausgangsbasis, um Australiens Tierikonen zu beobachten. Lizzie und Shane sind die Besitzer der Lodge und im Gästesalon haben sie einen Brutkasten aufgestellt. In der Tasche hält Lizzie ihren jüngsten Schützling warm, ein 4 Monate altes Baby der Känguruart Wallaby. Es wurde geborgen aus dem Beutel der toten Mutter. Ihre Mama wurde von einem Auto angefahren, sagt Lizzie. Vor 3 Monaten kam sie zu uns, winzig, die Augen noch ganz zu. Sie wächst schön. Just a little rest. Thank you.
Shane sammelt inzwischen Futter für weitere Schützlinge der Lodge. Die Blätter der Eukalyptuszweige werden die kleinen Koalas bekommen, um die sich unser Paar kümmert. Shane hat Umweltmanagement studiert, seine Frau Lizzie ist Zoologin. Kängurubabys müssen so gefüttert werden, bis sie 18 Monate alt sind. So lange bleiben sie gewöhnlich im Beutel des Muttertieres. Die Mammis lecken ihren Kleinen den Anus und stimulieren sie, aufs Klo zu gehen, sagt Lizzie. Wir tun das auch mit Papiertuch. Ihr Kot ist wie Eiercreme. Streck dich nur, sagt sie. Was für ein süßes Schwänzchen. You're all done, Tink. I think you're all done, poor Nelly. Das ist Wombi, der erste Hofhund, zufrieden auf dieser Arche Noah im australischen Busch. Die kleinen Koalas sind ebenfalls Waisen. Wer in der Umgegend solche Unfallopfer findet, kann über eine Hotline Tierschützer alarmieren. Die bringen die Kleinen dann unter, etwa bei der Lodge von Lizzie und Shane. Sind die Tiere ausgewachsen, werden sie wieder in der Natur ausgesetzt. Die beiden finanzieren ihr Rettungswerk mit Touristengeld. Besucher können in der Lodge übernachten, sich verpflegen lassen und Tiere erleben im Gehege und auf freier Wildbahn. Die Lodge ist eine Privatinitiative mit einem saftigen Zuschuss der Regierung, renovierte Schienen und Gerät. Heute ist die Bahn gut ausgebucht, denn die Strecke führt durch ursprünglichen Regenwald, beliebt bei Ökotouristen aus aller Welt. Ironie der Geschichte: Die Bahn wurde 1898 gebaut, um das Erz der umweltzerstörenden Kupferminen zum Meer und Hafen zu transportieren. Ohne die Bahn hätten die Minen nicht rentabel arbeiten können. Straßen gab es in diesem unwirtlichen Terrain damals nicht. Die Abt Railway ist benannt nach dem Schweizer Ingenieur Roman Abt, der um 1880 ein neues Zahnradsystem erfand, und zwar damals für die Rübelandbahn der deutschen Erzindustrie im Harz. Aus Deutschland also ein Beispiel für Globalisierung, holte Tasmanien das Konstruktionspatent. Caroline und ihre Kollegen müssen schon nach ein paar Kilometern nachschmieren und Wasser aufnehmen. Über 6% Steigung, die zu überwinden, war einst eine gewaltige eisenbahntechnische Leistung. Weiter geht's und alle im Führerhaus hoffen, dass die alte Lok nicht wieder launisch wird. Die Strecke ist eng, der Urwald romantisch, aber der Fluss nebenan, ruiniert vom Kupfersulfat von Queenstown, erinnert deutlich an die unrühmliche Rolle, die der Zug einst gespielt hat. Pause auf halber Strecke, die Touristen bekommen ihr Lunchpaket und die Eisenbahner müssen schuften. Für die Dampflok ist hier Schluss, sie wird umgedreht und wird gleich zurückfahren. Der zweite Teil der Strecke wird zu steil, da will man ihren Einsatz nicht mehr riskieren. Eine moderne Diesellok übernimmt. Ist doch prima, sagt Caroline, draußen in der Natur zu arbeiten. Der Kollege Lokführer, früher Minenarbeiter, hat eher Spaß an seiner Maschine. Sehr temperamentvoll, sagt er, jeden Tag etwas Neues, so wie heute Morgen. Ja, sagt er, ich kenne sie und ich rede mit ihr. Lok Nummer 1 auf dem Rückweg. Sie bringt die von der Küste heraufgekommenen Waggons zurück nach Queenstown. Unsere Touristengruppe rollt weiter, immer wieder entlang des industrieverdreckten King River.
Auf der anderen Seite Überreste des alten Schienenstrangs. 59 Brücken auf 39 Kilometern. Vor 100 Jahren eine fast übermenschliche Leistung. Zeugnis der Verbissenheit, mit der damals Australien seine Bodenschätze zu Geld machte. Und immer wieder erinnert die Flussruine an die Folgen der Ausbeutung. Die neue Strecke soll sicherer sein vor Feuersbrünsten und Überschwemmungen. 3 Stunden dauert die Fahrt bis zum einstigen Erzhafen Strahan, ein Naturgenuss, ausgerechnet auf den Spuren eines Umweltverbrechens. Wilde Kängurus in Massen auf dem Golfplatz. Wüster kann es kaum sein als hier in der großen Victoria-Wüste von Südaustralien. Ein Ort der großen Freiheit, ein Ort der großen Hoffnungen und der großen Enttäuschungen. Ein Ort für Träume und für Albträume. Wir stellen vor die Opalmaulwürfe von Kuba Pidi. Nichts als Sand und Steine. Und das schon für einige Flugstunden. Wir sind unterwegs hierher nach Kuba Pidi in Südaustralien. Rund um die Stadt ein rätselhaftes Phänomen. Die Wüste hat Pocken. Die Tageshitze glüht. Wir sind unterwegs mit Wolfie. Wolfie, dem Glücksritter, der hier nach Opalen sucht. Kuba Pidi gilt als die Weltmetropole für diesen Halbedelstein und Wolfie, der eigentlich David Wolf heißt und 50 Jahre alt ist, hat sein ganzes Leben hier verbracht, auf der Suche nach dem Opal. 10 Meter tief hinab führt die Fahrt. Wolfie und sein Helfer Greg steuern die Motorwinde oben mit Seilzügen von unter Tage. So bringen sie auch ihre Maschinen hier herunter. Das alles schaffen sie allein. Wolfie gehört der Claim. Greg arbeitet für einen Anteil an den Funden, wenn es denn Funde gibt. Sie raspeln sich durch den weichen Sandstein, der Abraum wird abgesogen. Ein paar Meter weiter vermuten sie eine Opalader. Jeder Tag, sagen sie, kann den großen Fund bringen. Wenn es nicht so wäre, sagt Greg, wären wir nicht hier. An meinem besten Tag, sagt Wolfie, habe ich $50,000 gemacht, dann $250 in einem ganzen Jahr. Greg zieht am Seil und oben kann man sehen, warum die Landschaft hier aussieht, als habe sie die Pocken. Blower, Bläser heißen diese Abraumbeseitigungsmaschinen, Wahrzeichen von Kuba Pidi. 50 Kilometer weiter treffen wir Philipp. Philipp sucht ganz allein mit seinem Bohrer, eine Spezialkonstruktion für die Suche nach Bodenschätzen. Ein Zufall hat Philipp vor 30 Jahren nach Kuba Pidi geführt. Er blieb. Und auch als er bei einem Unfall in der Grube ein Bein verlor, gab er nicht auf. Philipp ist 60. Jeden Tag ist er hier draußen mit seiner Hoffnung auf den großen Fund. Dies Bohrloch kann mein Leben ändern, sagt er. Der Opal, sagt er, ist nahe im nächsten Loch. 50 Quadratmeter groß ist sein Claim. Fürs Schürfrecht darin kassiert der Staat umgerechnet 100 Euro pro Jahr geführten Minen mit fest angestellten Arbeitern. Uns fressen die Kosten auf, sagt Wolfie. Das feste Einkommen auf den großen Goldminen ist für junge Leute da sehr verlockend. Very, very luring.
Nach dem Abflug von Cooper Pedy sehen wir, was Wolfie gemeint hat. Da unten gräbt sich gerade mit gigantischem Kapitalaufwand eine Supermine ins Gestein. Ein Arbeiter dort verdient $1,000 pro Woche, egal ob er etwas findet oder nicht. Das Gold gehört freilich der Firma, einer Aktiengesellschaft. Für das, was der Mensch auf der Suche nach Bodenschätzen der Natur antun kann, dafür gibt es in Australien viele Beispiele. Ein besonders drastisches ist Queenstown in Tasmanien. Dort pendelt ein Zug zwischen zwei Landschaften. Die eine ist vollkommen ruiniert, die andere nach langen, mühsamen Kämpfen gerettet. Einer der größten Urwälder gemäßigter Breitengrade der Welt. Tasmanischer Regenwald. Und dies ist ein bedeutendes Denkmal der frühen australischen Industriegeschichte. Die Apt Wilderness Railway ist heute eine Top-Attraktion für Touristen. Ihre Wurzeln liegen, kein Witz, im deutschen Harz. Und sie war einst mitschuldig an einem der schlimmsten ökologischen Desaster Australiens. Diese Mondlandschaft rund um die Stadt Queenstown im Westen Tasmaniens ist die Folge rücksichtsloser Ausbeutung. Schwefeldämpfe von Kupferminen ruinierten den Regenwald. Queenstown bewahrt noch heute das Flair einer Goldgräberstadt. Die Kupferminen sind größtenteils längst eingestellt. Stattdessen verdient man Touristendollars mit der Eisenbahn. 8 Uhr morgens, Lokführer Bob Smith hat Probleme mit seiner Liebsten, der 106 Jahre alten Lok Nummer 1. Die alte Dame ist wieder einmal zickig, ein Ingenieur, Bob und Heizerin Caroline sind nervös. Schon eine Stunde Verspätung, ehe die erste Fahrt begonnen hat. Und als Lok Nummer 1 endlich repariert ist, muss sie noch betankt werden. Für den Touristenbetrieb umgebaut, wird die Dampflok heute mit Diesel beheizt. Dafür ist Caroline Hodge verantwortlich. Berufsbezeichnung der 22-jährigen Fireman. Ja, sagt sie, ich habe mich beworben, dann wurde ich ausgebildet und jetzt bin ich schon 3 Jahre dabei. Und der ganze Schmier und das Öl macht ihr Spaß? Nicht wirklich, sagt sie. Ursprünglich wollte ich Park Ranger werden. Und dann geht's endlich los vom Lokschuppen zum Bahnhof, wo schon die Touristen warten. Gut 50 Euro haben sie bezahlt für eine Strecke von 39 Kilometern. Die Abt Railway wurde erst im Jahr 2002 wieder eröffnet. In den 60er Jahren war sie als unrentabel eingestellt worden. Es gibt heute wenige professionelle Opalsucher, sagte, aber die, die noch hier sind, werden suchen, solange sie können. Stunde um Stunde starrt er auf die Gesteinsbrocken wie ein Spieler auf die Roulettekugel. Das Bergmannsmuseum entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Opalladen für Touristen. Opale sind nicht billig, mittelgroße um die 3.000 australische Dollar, große umgerechnet über 10.000 Euro. Und im Museumsbergwerk treffen wir einen Bekannten. Wolfie, der Glücksritter, hat sich als Touristenführer verdingt. Das bringt zurzeit sein einziges Einkommen. Tourismus, sagt er, ist für die Stadt wichtiger als die Opalsuche. Ja, sagt er, die Wüstenikone Cooper Pedy ist heute nur noch eine Touristenattraktion. Der Opalboom ist vorbei. Was die Touristen heute finden, ist nur noch ein Abglanz der großen Zeit der Prospektoren und Sandwühler von Südaustralien. Philipp, der Sucher in der Wüste, macht Feierabend. Sein Haus ist kein Haus, sondern eine Höhle. Allerdings eine sehr komfortable Höhle.
Hier lebt er mit seiner Partnerin Sue, Lehrerin an der örtlichen Grundschule. Wohnzimmer, Schlafzimmer, alles in den Stein hineingegraben. Auch im Sommer wird es hier drin nicht wärmer als 22 Grad, sagt er. Wir brauchen keine Heizung, keine Klimaanlage. Die Höhlenwohnungen von Cooper Pedy gehen zurück auf die Zeiten, in denen die Opalsucher in ihren Minen wohnten. Später buddelte man sich auch für reine Wohnzwecke in die Erde. Seit 1,5 Jahren hat Philipp keinen einzigen Opal mehr gefunden. Dies sind Altbestände. Wenn die Aufkäufer kommen, meist aus Hongkong, kann er die Steine zu Geld machen. Opale sind die schönsten Steine überhaupt, sagt er. Wer sie liebt, will nichts anderes, kann nicht genug davon haben. Ausgleichssport für Schatzsucher. Philipp ist Kassenwart des Golfclubs. Von Cooper Pedy ölgetränkter Sand markiert die Grüns und das Gras fürs Fairway muss jeder Spieler selber mitbringen. Ansonsten ist fast alles so wie auf schottischen Golfrasen. Auf den braunen Grüns aber gelten Spezialregeln. Spielführer Philipp glättet den Sand zum Putt. Oh, too hard. All right, come on. Sommertemperatur 40 Grad. Am nächsten Morgen sind Wolfie und Greg wieder unter Tage. Wolfies Museumsjob bringt gerade genug, um die laufenden Kosten der Opalsuche zu bezahlen. Ultraviolettes Licht lässt Opale aufscheinen. Hier steckt einer im Gestein, aber er ist ganz winzig. Vor 30 Jahren gab es 1500 Opalsucher in Cooper Pedy, heute noch 100. Unabhängige Glücksritter wie Wolfie werden immer seltener. In Australiens Wüsten. Dort dominieren heute die industriellen